Kapitel 6 Eine neue Pflicht. Während all dies vor sich ging, ruhten drei Pokémon. Nicht zwingend erholsam, aber doch ruhend. Latira, Funkenherz und Sol hatten die Zeit genutzt, um zu rasten. Zu Sols großer Erleichterung hatte keines der beiden anderen Pokémon seine Techniken im Kampf gegen Flamme hinterfragt. Flamme selber hatte sich abgegrenzt, lagerte etwas entfernt. Zumindest hatte Sol ihn da zuletzt gesehen. Und hey, sie würden ihre Reise wohl fortsetzen können. Allerdings fühlte Sol sich nicht unbedingt wohl damit. Ja, er hatte Flamme den Anführertitel genommen, da das Vulpix ihn nicht verdiente, aber das qualifizierte doch ihn nicht. Er war ein Krieger und es war ihm wichtig, sich mit seinem Team zu verstehen, aber deswegen könnte er doch lange keine Entscheidungen treffen, wenn es drauf ankam. Aber irgendwo konnte das Fukano gerade noch hoffen, dass er seine erkämpfte Rolle eher als Titel tragen würde. Ihr neuester Mitstreiter kannte immerhin als einziger den Weg. Abgesehen davon, dass es nun einmal Darkrai war. Ich bin zurückgekehrt. Aus seinem Gedankengang aufgeschreckt blickte Sol auf, zu jenem Pokémon, welches nun wieder im Sonnenaufgang zur Gruppe stieß. Willkommen zurück. Hat der Ausflug irgendwas gebracht? Ja, Wissen. Viel bedeutendes Wissen. Ich kann nun voller Entschlossenheit sagen, dass Flamme nicht der Auserwählte ist, auf den wir seit Jahren warteten. Nicht, aber... Niemand. Es gibt keinen Auserwählten. Die Sage der Flamme, der wir gefolgt sind, stammt von Omegon. Sie wurde verfasst, um den Sieg von Lord Ecke zu prophezeien. Ich würde beinahe lügen, wenn ich sagen würde, dass ich überrascht bin. Ich bin nicht mitgereist, weil ich mich irgendwie für erwählt halte. Ich glaube an uns, nicht an eine Prophezeiung. Darkrai schien sehr zufrieden mit dieser Einstellung. Gut, sehr gut sogar. Wir werden dem Plan auch weiterhin folgen. Was haben wir denn zu verlieren? Denkst du, der Rest des Teams wird auch bald erwachen, damit ich euch den Plan mitteilen kann? Das werden wir bestimmt. Du sprichst laut, Darkrai. Das kommt mit dem sonstigen Publikum. Wenn du in dünner Luft mit Wesen reden würdest, die das Mehrfache deiner Größe haben, würdest du dir auch laute Sprache angewöhnen. Wir sind aber weder in dünner Luft noch groß. Also kannst du es etwas runterdrehen? Ich wollte noch schlafen. Ich entschuldige mich. Aber wenn du bereits wach bist, wie sieht es denn mit Funkenherz aus? Das Luxio antwortete selber, auch wenn sie sich nicht traute, Augenkontakt mit Darkrai aufzunehmen. Ich bin auch wach. Perfekt. Und wo ist Flamme? Der hat sein Lager zwischen ein paar Bäumen da hinten irgendwo errichtet. Ich hol ihn kurz. Der Plan war simpel. Die Durchführung deutlich weniger. Zwischen den Bäumen fand Sol ein ausgebranntes zweites Lagerfeuer vor. Dazu ein kleines, sehr durchwühltes Nest. Flamme? Keine Antwort. Welch eine Überraschung. Flamme, wo bist du? Erneut folgte nichts als Stille. Alles gut da hinten, ne? Nun, da ertönte zwar eine Stimme, aber sie gehörte nicht zu Flamme. Stattdessen hatte Darkrai Sol gehört und begab sich ebenfalls zum Lager. Auch Latira und Funkenherz folgten. Ist Flamme nicht hier? Aber ich dachte, er hat hier gelagert. Das hat er ja auch. Ihr seht ja das Lager, aber... Aber geblieben ist er nicht. Wollte er wirklich so wenig Teil dieses Teams sein? Niemals. Da steckt etwas anderes dahinter. Sakit vielleicht. Er sucht bestimmt immer noch nach uns und... Aber bist du dir da wirklich so sicher? Ich meine, gestern wollte Flamme uns alle abwürgen. Und dann gesagt zu bekommen, dass er nicht der Auserwählte ist, der er glaubt zu sein. Ihr kennt Flamme nicht. Ihr kennt nur, was nach dem Telizium übrig geblieben ist. Das ist nicht er.
Und doch ist er weg. Und wir alle wissen nicht wo. Und du weißt selber, wir haben zu tun. Es gab eine Mission. Eine Mission, die weit über die paar Pokémon der Gruppe hinausging. Eine Mission um Leben und Tod. Und doch... Aber wir können Flamme nicht einfach zurücklassen. Er gehört doch zu uns. Nun, ich weiß nicht, ob ich dir zustimme. Aber du bist der Anführer der Gruppe, Sol. Du entscheidest. Also, wie soll es weitergehen? Er entscheidet. Sol war der Anführer. Und zwar wirklich. So viel dazu, dass Darkrai die Position schon einnehmen würde. Offensichtlich hatte der Schatten genug davon, nachdem er ganze Kriege geführt hatte. Damals war er gescheitert. Also würde er dieses Mal die Führung in Hände geben, die hoffentlich mehr Erfolg hatten. Latira Funkenherz, was denkt ihr denn? Sollten wir Flamme suchen gehen? Es tut mir leid, Sol, aber weshalb? Seitdem ich ihn kenne, macht das Mon mehr Probleme, als dass er hilft. Und das bei weitem. Wenn wir diesen Krieg gewonnen haben, können wir ihn suchen gehen, aber jetzt würde ich lieber nutzen, dass wir ohne ihn reisen können. Lass uns lieber dem Ende entgegengehen. Also, ich weiß nicht. Natürlich macht Flamme uns oft Probleme, aber er gehört zu uns. Und er ist Sols Bruder. Wir können doch nicht einfach ohne ihn weiterreisen. Das können wir sehr wohl. Überleg doch mal. Er ist selber weggelaufen. Flamme will gar nicht mehr reisen. Zumindest nicht mit uns. Tja, dann haben wir wohl zwei Meinungen. Sol, wir haben eine Meinungsverschiedenheit. Du entscheidest dann wohl. Aber Darkrai hatte gerade eben noch gesagt, dass er Flamme nicht suchen würde. Aber jetzt sollte Sol das Ganze entscheiden müssen. Die Meinungen waren also unentschieden und Sol wusste doch selber, was Darkrai wollte. Also gut. Dann suchen wir ihn. Gut, wenn du das denkst, ich weigere mich nicht nur, weil ich dagegen bin. Dann suchen wir eben. Aber wo? Wir wissen ja überhaupt nicht, wo er hinlaufen könnte. Ich weiß es aber. Darf ich es sagen? Darf ich? Was war denn das jetzt? Die Stimme gehörte aber niemandem aus der Gruppe. Aber wem dann? Sol sah zumindest kein anderes Pokémon. Aber das tat auch niemand. Einer erkannte jedoch die Stimme. Sag bloß. Die Stimme kenne ich doch bestens. Mew, lebst du etwa immer noch in diesem Wald? Selbst in diesen Zeiten? Selbstverständlich! Und dir ist bewusst, dass wir dich nicht sehen können, ja? Selbstverständlich nicht! Direkt im Anschluss an diese Worte erschien, wie aus dem Nichts, ein kleines Pokémon in der Luft direkt vor Sol, der zunächst zurückschreckte. Jetzt müsst ihr mich alle sehen können, oder? Diesmal hab ich's richtig gemacht. Ja, also ich sehe dich, wenn du das rosa Monda bist. Ich bin nicht rosa, das sieht man doch. Ich bin pink. Ich nenne dich doch auch nicht grün. Du weißt doch selber, wie ähnlich das ist. Aber sonderlich wichtig ist das gerade auch nicht. Mew. Du meintest, dass du Flamme gesehen hast. Flamme ist ein Vulpix, nicht? Also, wenn er das nicht ist, dann habe ich ihn doch nicht gesehen. Aber das war bestimmt er, außer euch gibt's hier keine Pokémon. Ja, Flamme ist ein Vulpix. Wo ist er denn? Also, er hat mich gesehen und mich gefragt, wo er zu einer Stadt kommen würde. Also, am ehesten dachte ich, reist er von hier aus nach Trubelstadt. Deswegen habe ich ihn dann dorthin geschickt. Und wann war das? Was soll ich das denn wissen? Hier gibt's keine Uhren. Hier gibt's Bäume. Bäume sagen einem nicht die Zeit. Glaube ich. Wobei, ich hab's doch nicht probiert. Sekunde. Das kleine pinke Pokémon schwebt zu einem der vielen abgestorbenen Bäume. Und ein gleichfarbiges Leuchten begann ihn zu umgeben.
Nach einem Moment endete es wieder, wobei Sol die Zeit sinnvoll nutzte, um mit Darkrai zu sprechen. Darkrai, wer ist das? Und wichtiger, ist das normal für ihn? Mew. Und ja, ist es. Unterschätzt sie nicht. Er ist stark und hat damals Flönk und Bisasam geholfen, als sie noch die Helden dieser Welt waren. Er kennt sich sehr gut aus. Aber er ist manchmal etwas, sagen wir, exzentrisch. Okay, tut mir leid. Ich habe mich geirrt, denn Etterbaum konnte mir doch die Zeit verraten. Und auch die Zeit, wann ich Flamme gesehen habe. Das war genau heute Nacht um 1.17 Uhr, also vor genau 7 Stunden und 24 Minuten. Und wie wahrscheinlich ist es, dass die Antwort genau ist? Vertraust du etwa dem Baum nicht? Warum sollte er lügen? Ihr seid komisch. Natürlich sind sie das. Ich bin doch auch komisch, nicht? Denkst du denn, ich würde mit Pokémon reisen, die es nicht auch sind? Da hast du auch wieder recht. Also, die Antwort ist natürlich sehr genau. Das ist sie, ja. Also gut, dann... vielen Dank. Wir sollten uns dann aufmachen. Wir müssen Flamme einholen. Nun, realistisch gesehen. Ich würde mich nicht allzu sehr hetzen. Vor der Stadt holen wir ihn nicht mehr ein und wenn er dort irgendetwas will, wird er wohl nicht allzu schnell von dort schwinden. Wir haben aber selber eine Mission. Das ist mir bewusst. Doch zu viel Eile kann nur schaden. Aufbrechen sollten wir allerdings wirklich. Da hast du recht. Dann, in welche Richtung geht es? Mew? Folgt mir einfach, dann zeige ich's euch. Folgen? Aber, wohnst du ja nicht? Du musst jetzt nicht loswandern. Wir finden die Stadt bestimmt auch so. Zumal Darkrai sich ja auch etwas auskennt, so wie ich das verstehe. Ja, ich lebe hier. Aber ich will mitkommen. Glaub nicht, dass ich nicht weiß, warum ihr hier seid. Ihr wollt helfen. Darkrai ist hier. Also sind die Weltengeister im Spiel. Das sind sie immer, wenn Darkrai hier ist. Außer er ist nur zu Besuch, aber das ist er heute nicht. Ihr wollt dafür sorgen, dass dieser schreckliche Regen aufhört. Und dafür, dass der Wald wieder wächst. Die Bäume sterben alle. Es sieht alles so doof aus. Der Baum, der mir die Zeit sagte, er klang so traurig. Es muss irgendwas gemacht werden. Und dafür seid ihr hier. Ich habe schon einmal geholfen, als diese Welt hässlich geworden ist. Und jetzt kann ich das wieder? Also mache ich das auch. Ganz ruhig, Mew. Ich verstehe deinen Wunsch und kenne dich als Reisenden. Aber das gibt dir nicht das Recht, dich selber einzuladen. Was natürlich nicht heißt, dass ich dir irgendwas verbiete. Aber ich bin auch nicht der Anführer der Gruppe. Wenn du mit uns reisen willst, dann musst du dich an Sol wenden. Sol? Wessen Sol? Ihr habt euch ja alle noch gar nicht vorgestellt. Wie unhöflich! Aber du hast dich doch auch noch gar nicht vorgestellt. Wir kennen deinen Namen doch auch nur von Darkrai. Ich sagte nur unhöflich, nicht wer alles unhöflich war. Also, ich bin Mew. Ja, also... Sol bin dann ich. Das Luxio ist Funkenherz und Latira ist dann das letzte Mon. Gut. Also ich komm dann mit, Sol. Es folgte nur ein strafender Blick von Darkrai, welchen Mew mit Unverständnis quittierte. Was denn? Ich dachte, ich soll ihm Bescheid sagen. Du sollst nicht Bescheid sagen. Du sollst fragen, Mew. Aber warum denn? Ich hab doch schon gesagt, dass ich mitkomme. Soll ich komme mit? War das jetzt richtig? Naja, immerhin. Der Wille war da? Vermutlich. Aber egal. Also sollte Sol schon wieder entscheiden. Er war noch nie dagegen gewesen, jemanden neuen in die Gruppe zu lassen. Nun, das stimmt nicht. Einmal war er das, aber im Nachhinein hat er selber auch gesehen, wie wertvoll Zoroark für sie alle gewesen war. Und auch wenn er gerne den Rest der Gruppe fragen würde... Darkrai stimmte eindeutig zu und Sol hatte gelernt. Also selbst wenn Funkenherz und Latira beide dagegen wären, müsste er wieder selber entscheiden. Ich verstehe, was gemeint ist. Also passt alles. Gut, wenn du willst, dann kannst du mitkommen. Stärke in Massen.
Wie jetzt? Natürlich kann ich mitkommen. Das stand doch gar nicht zur Frage. Es ging aber ums Dürfen, Mew. Aber gut, ich denke, das haben wir dann geklärt. Dann flieg du voran. Aber pass auf, dass wir hinterherkommen. Nicht jedes Mon ist so schnell wie du. Och Mann, kein Wettrennen? Kein Wettrennen. Na gut. Für jetzt, dann eben später. Also mir hinterher, auf nach Trubelstadt. Ein neuer Teil der Reise begann. Und nun waren zwei neue Pokémon Teil des Trupps. Aber einer fehlte. Warum war Flamme nur geflohen?